Tatjana und ich haben uns heute getroffen, weil wir uns gedacht haben, dass wir gerne mal einen Punsch kochen würden. Genau, jetzt ist die Zeit, wo es draußen kalt wird, wo man Lust hat, was Warmes zu trinken. Und ja, die Weihnachtszeit ist ja auch bald da. Und ja, jetzt wollen wir mit euch zusammen das versuchen und hoffen, dass es was Leckeres wird. Ne? Genau. Ich werfe noch mal einen Blick auf unseren kleinen Spickzettel drauf. Ne? Wir sind jetzt nicht so die erfahrenen Punschkocher. Ja, das stimmt. Okay, was brauchen wir? Also Früchtetee. Früchtetee, den kann ich ja schon mal organisieren. Genau, dann müssen wir wahrscheinlich warmes Wasser. Dann ich schalte es schon mal. Apfelsaft. Kühlschrank. Wir machen den Tee einfach in einem Topf, oder? Ja. Okay. So, den Apfelsaft haben wir auch. Okay. Dann Orangen und Zitronen. Doch, Zitrone auch. Okay. In Scheiben schneiden. Wie viel? Jeweils eine, oder wie? Ja, genau. Okay. Eine Lavende oder Zitrone und eine Hier Orange. Eine Orange, eine Zitrone. Soll jeder einschneiden? Ja. Oh, das dampft, wie schön. Ach, wir haben den Herd nicht eingeschaltet. Ja, das müssen wir jetzt tun. Wir machen jetzt erstmal die Gewürze, weil da steht nämlich, dass wir zuerst die Gewürze mit dem Früchtetee. Ich hatte hier noch Zimt anzubieten. Ja, genau, Zimt. Etwas Zimt, ne? Okay, ja. Ich mach mal etwas, ja? Ja, mach's mal so ein bisschen. Ja, so. Gefühl, nach Gefühl. Nelken müssen wir auch rein. Wie viele? Einige. Nein. Gewürznelken, einige. Einige. Ich mache mal wieder einige. Einige und etwas. Das sind immer die besten Angaben. Ich schneide hier mal die Zitrone. Genau, die Orangen können Sie reinmachen. Ich hau jetzt auch gleich diese Zitrone da rein. So. Zack, 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 zack. Oh nein, jetzt habe ich ein bisschen Schale mit dran. Das wollen wir gepackt. Nicht. Nein, die wollen jetzt nehmen. Müssen wir noch ein bisschen üben. Wir sind halt nicht so die Kochprofis. Ne? Ah, das sieht doch aber schon mal. Aber sieht doch schon mal ganz gut aus, ne? So, wann kommt denn jetzt dieser Apfelsaft? Ja, den machen wir jetzt auch noch rein. Ja, oder? Mmh. Hammer. Hammer. Und Honig, oder? Ja. Können wir nachher, müssen wir kosten. Ja, und dann das reicht, können wir, oder? Können wir noch mal, können wir immer noch mal nachmachen, ne? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Ich finde die gut. Echt? Aber ja, aber ich habe halt auch nicht so richtig Ahnung, ne? Das braucht mir irgendjemand, der sich da auskennt, ne? Ja. Was ist denn mit Mick? Der spielt doch im Schneiders den Chefkellner John. Der müsste doch Ahnung vom Punsch haben, oder? Ja, das stimmt. Rufst du den mal an? Ja, ich rufe den mal an. Dann haben wir noch jemand Nettes hier. Und eine Fachmann. Und einen Fachmann. Ach, hallo Nick. Hier ist die Tatjana. Du, hast du vielleicht Lust vorbeizukommen? Die Melanie und ich, wir haben gerade Punsch gekocht und wir sind uns nicht sicher, ob der wirklich uns gelungen ist. Und jetzt bräuchten wir eine Fachmeinung und wir denken, dass du da der Richtige bist. Ja, schön. Dann bis gleich. Tschüss. Sehr schön. Ja, sogar Zeit. Ja, gut. Hi, ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Normalerweise bin ich derjenige, der die Gäste bedient und heute werde ich von zwei wunderschönen Frauen bedient. Ich freue mich und vor allem auf den Glückwunsch. Bin mal gespannt. Gehen wir mal rein. Hallo. Oh, Merry Christmas! Ich bin schon hallo. Ja, hallo! Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Mit natürlich Witze. Gerne. Ja. Und ihr habt ja fleißig gekocht, ne? Das riecht man ja schon. Ja, ne? Wir haben fleißig Punsch gekocht. Bitte hier. Ich bin gespannt. Ja. Okay. Du kommst ja gerade von draußen. Ja, perfekt. Oh, ist ja noch warm. Und also, wir hoffen, dass er schmeckt, ne? Ja, du musst jetzt dein Urteil. Wenn ich rein bin, dann ganz bestimmt nicht, ne? Ja, genau. Das macht ja richtig warm. Ja, ja, ist gut, ne? Ich Komm, wir setzen uns mal. Ja, das machen. Vor allem die Nelken sind so lecker. Ja, ja, hat jetzt eine gute Idee. Zimt. Ja. Weihnachten gleich, ne? Genau. Hm? Und wenn ihr zu Hause jetzt auch Lust bekommen habt auf Punsch, dann hätten wir für euch schon mal als sozusagen ein kleines Weihnachtsgeschenk unsere Punschgläser. Darf ich dir das nehmen? Natürlich. Die würden wir euch dann auch ganz süß hier in dieses nette Säckchen verpacken. Und dann hättet ihr schon mal die Gläser, um auch Punsch zu kochen. Genau, viel Spaß damit. Mhm.